Morgen Jungs und willkommen zurück bei Five Nights at Freddy 4. Genau, lass mich einfach gar nichts reden. Hast schon recht. Ja. Du bist ja jetzt immer der Spieler. Soll ich bis 1 Uhr immer nichts machen? Und es wäre eigentlich cool, wenn es die aktuelle Uhrzeit da oben auf dem Wecker auch nochmal anzeigen würde. Das wäre richtig cool. Weil so hat der Wecker da überhaupt gar keine Funktion, außer dass er nur blöd rumsteht. Ich warte mal, vielleicht passiert was. Meinst du, die können reinkommen? Bis 1 Uhr erstmal nichts? Ja. Oder so lange, bis einer reinkommt? Ne, bis 1 Uhr. Und willst du diesmal nicht auf das Bett gucken? Doch, wir wollen es schaffen. Nicht, dass wir wieder 20 Episoden machen. Okay. Ich meine, das ist jetzt die dritte Episode, die wir jetzt am Stück aufgenommen haben. Und die Zuschauer, die wundern sich bestimmt schon. Fucking Freddy hat mich gefickt. So viel dazu. Ja, die wundern sich bestimmt schon, warum wir die Tipps, die sie uns gegeben haben, nicht umsetzen. Das liegt daran, dass wir sie zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht gelesen haben. Ja. Wie immer. Eigentlich. Du hast eine WhatsApp-Nachricht. Ja, ist okay. Lese später. Solange die Aufnahme nicht unterbrochen wurde. Also es ist keine gute Idee, das zu machen. Machen wir einfach ganz normal. Ja. Aber es kam auch sehr plötzlich, gell? Ja. Sehe ich. Er muss da scheinbar echt gut hören, oder? Bei dem Spiel. Ja. So laut habe ich meine Anlage noch nie gemacht. Hätte er einfach die Sounds lauter machen sollen. Oh. Das hat gerade leicht gelaggt irgendwie. Also das Atmen. Das Atmen von der linken Tür hört man auf jeden Fall deutlich. Ja. Und bei der rechten Tür, da bin ich mir noch nicht so sicher. Vor allem, weil es da diese Ambient Noises gibt vom Auto draußen. Ne? Das weiß man immer nicht. Ich bin immer richtig erleichtert, wenn ich den dann da im Fenster spiegeln sehe. Da habe ich es jetzt echt nicht gewusst. Da müssen wir aufpassen. Wie das klingt. Seht. Ich muss einmal wieder umdrehen. Aus Bett. Ja, um 2. Oh. Machst du das stündlich, ja? Ja. Das war schon. Ja, man weiß es immer nicht. Safe. Und die Spannung steigt auf jeden Fall. Exponentiell. Oh, da war was. Dreh ich mal um? Nee. Weil hätte sein können, dass dieses. Das ist diese kleinen Vier. Diesmal wusste ich es nicht ganz, das hat so geklopft irgendwie. Ich habe nicht geatmet. Oha, der hat jetzt nicht das Licht angemacht. Sicher. Das ist ja wie Foxy, der ist doch mal so gerannt. Oh, das wollte ich gar nicht. Nee, Foxy rennt eher so wie du. Ja, stimmt, das ist eigentlich genau der Sound. Nee, genau der nicht, aber von der Geschwindigkeit und so. Bin mal gespannt, ob wir es diesmal erraten, wenn er auf der anderen Seite kommt. Ich hoffe, er kommt einfach gar nicht. Oh Mann. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen nervig, dieses ganze Hin- und Hergerinne mit der Animation immer. Ich wusste es gerade nicht. Ich war mir schon fast sicher, dass da nichts ist. Auf zu rennen, du
Arsch. Da wäre ich jetzt wieder skeptisch gewesen fast. Er war ja bis jetzt in der Runde noch gar nicht da. Vielleicht hört man das ja tatsächlich raus, wenn man es einmal weiß. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Das war Foxy? Ja. Das ist vielleicht das Zeichen, dass Foxy da ist, dieses Klippern. Bitte Foxy, bleib weg. Ich mag dich, aber... Es war schon deutlich lauter, gell? Aber keine Atmung gehört. Ja. Oh Mann. Immer noch vor AM. Schritte gehört. Oh. Danke. Ja, das ist eigentlich interessant, oder? Mach zu. Ja. Süß. Jetzt passiert es aber nicht umdrehst. Schnell geleuchtet. Den hört man einfach immer so kurz vorm Ende. Den hört man einfach nicht. Nee. Soll ich es nochmal? Ja, mach nochmal. Muss ja irgendwie. Oh Mann, warum hört man die Leute sau nicht? Soll ich einfach die direkt. Man hört es echt nicht. Oder? Ja. Voll mies. Jetzt ist es halt gemacht, ganz ehrlich. Und vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob diese Ambient Noises alle zufällig sind oder ob manche bedeuten, dass irgendwelche Events stattgefunden haben. Zum Beispiel die Uhr jetzt, die man jetzt hört. Okay. Oder das Klimpern von Gespräch oder was. Uhr heißt 12 Uhr. Glocke. Aber... Sollen wir einfach ab 5 Uhr uns im Schrank verstecken? Wie wär's denn damit? Man kann's ja nicht im Schrank verstecken. Ja doch, du kannst die Tür zumachen. Das ist ja wie im Schrank verstecken. Ja. Dann flackert's halt wahrscheinlich irgendwann. Weiß nicht. Machen wir's halt. Probier's. Ich glaube auch nicht, dass es was bringt. Ich glaube, wenn du das zu lang machst, dann kommt der auch. Ja, aber bei 5 Uhr ist ja nicht mehr so viel Zeit. Dann würde ich eher die rechte Tür einfach zuhalten. Stimmt eigentlich, ne? Dass zumindest die Ente nicht rankommt. Mach ich eigentlich. Ist jetzt noch gar nichts irgendwie. Ja, es ist auch erstmal 1 AM. Ui. Okay. Heißt es vielleicht, dass sie jetzt schon leer ist? Ich glaube, wenn genug von diesen Freddy-Dingern da sind, dann kommt der richtige Freddy. Ja, aber du hast ja vorhin nicht mal bis 1 AM gewartet. Und dann kam der schon. Wahrscheinlich nimmt es nur zu, wenn du dich hier aufhältst. Keine Ahnung, könnte sein. Vielleicht ist ja auch, wenn man regelmäßig das checkt, kommt er einfach erst vor ab 5 Uhr so. War ja bis jetzt immer so. Wir haben es regelmäßig gecheckt. Dann kam der auch erst ab 5 Uhr. Dann gehe ich halt erst hin, halte ein bisschen zu, dann gehe ich noch in den Schrank und dann. Ja, mach wie du denkst. Das weiß man nicht, wenn er da steht. Ja, es war jetzt dreimal bei 5 Uhr.
Oder zweimal. Ja, dann bei 5 Uhr halten wir einfach die Tür zu. Okay. Ohne rauszuleuchten. Ja. Wenn mich leuchtet, passiert ja nichts. Oder meinst du, der kommt trotzdem irgendwann rein? Irgendwann bestimmt. Ja. Jetzt. Ah. Ja, und dann leuchtest du extra. Und die Spieluhr ist jetzt auch aus. Oh, jetzt klappert es wieder. Das heißt, stelle ich das Foxy an. Aber jetzt läuft er wieder. Welches Spiel eigentlich? Das ist so Bimmel im Hintergrund. Das ist doch creepy as fuck. Oh, es war schon. Ich glaube, bei 3 ist schon so knapp. Jetzt musst du langsam aufpassen, wieder, gell? Ja. Schon vor AM. Aber ansonsten gab es in der Runde noch keine schwereren Vorkommnisse. Sollen wir da hin machen? Nee. Ich würde mich jetzt langsam auf die Türen konzentrieren. Da werde ich jetzt vorsichtig mit dem Leuchten. Und check auch wieder das Bett. Einmal schaue ich da noch, okay? Ach Gott! Check ich nur noch da. Den hat man nicht gehört. Hast du ihn gehört? Glaub nicht. Nacht 2 ist schwer. Aber ich bin mal gespannt auf die Tipps, die wir bekommen. Ja. Wir brauchen Tipps. In den Titel. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, die haben wir bis dato ja schon bekommen dann eigentlich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Dann geht's bei den nächsten paar Folgen auf jeden Fall mit Nacht 2 weiter. Gebildeter weiter vor allem, wollte ich sagen. Ja. Denke ich mal. Das ist wieder The Ranch Nap oder so. Ja. Bestimmt wieder den ausführlichen Bericht schreiben wird. Aber das finde ich toll. Das finde ich klasse, sowas. Yes. Dann bleibt geschmeidig und so weiter.